Hallo, heute möchte ich mit euch eine etwas ungewöhnliche Marmelade machen, und zwar eine Zitronenmarmelade. Ja, ich bekomme einmal im Jahr eine 10 Kilo Kiste Bio-Zitronen, unbehandelt, ungewachst, ungespritzt, aus Spanien geliefert. Und die verarbeite ich jetzt so, dass ich das ganze Jahr davon zehren kann. Heute der erste Schritt, der erste Teil zum Thema Zitrone, ist wie gesagt die Marmelade. Und komm, wir legen los. Als erstes habe ich einen Sparschäler und schäle mir die Schale von der Zitrone. Ein bisschen Weißes darf ruhig dranbleiben, da steckt ganz viel natürliches Pektin drin. Allerdings nicht zu viel, sonst wird es zu bitter. Okay, wenn ich die Schale soweit runtergeschält habe, packe ich mir die so zusammen. Und jetzt kommt ein großes Messer zum Einsatz. Jetzt möchte ich das in feine Streifen schneiden. Ich habe ganz vergessen zu erwähnen, die Zitrone habe ich vorher mit richtig heißem Wasser ordentlich abgeschrubbt. So. Das wiederholt ihr dann mit insgesamt 1,5 Kilo von den Bio-Zitronen. Dann habt ihr hier noch diese schöne weiße geschälte. Die schälen wir jetzt. Dafür habe ich mir einen Topf geholt. So. Ruhig bis aufs Fruchtfleisch runter. Wer gerne diese leicht bittere Note hat, kann ein bisschen mehr von der weißen Schale dran lassen. Ansonsten schön runter damit. Wie gesagt, an der gelben Schale haben wir ja auch noch ein bisschen was von dem Weißen, deswegen arbeite ich hier relativ gründlich und schneide sie mir raus. Wenn das gemacht ist, einmal in der Mitte durch und dann gucken, dass wir die Kerne rausholen, weil die möchte man ja nicht in der Marmelade haben. So, und hier auch noch die Kernchen rauspopeln. Und dann wird die Zitrone einmal halbiert, dann in Scheiben schneiden. Und das ganze Fruchtfleisch, hier kann man dann auch nochmal gucken, wenn Kerne drin sind, die noch mit rausholen. Und dann das Fruchtfleisch möglichst klein schneiden. Ah, da ist wieder ein Kern. Hinfort damit. Wenn ihr das Ganze jetzt gemacht habt mit dem 1,5 Kilo an Zitronen, werden sowohl die Schalenstücke als auch das zerkleinerte Fruchtfleisch in eine Schüssel gegeben, mit 1,5 Liter kaltem Wasser aufgefüllt, das Ganze zugedeckt, an einem kühlen Ort 24 Stunden ziehen lassen. Ja, da habe ich natürlich schon ein bisschen was vorbereitet, weil nachdem das Ganze 24 Stunden gezogen hat und sich die Aromen schön entwickelt haben, muss das Ganze eine Dreiviertelstunde kochen, weil diese Schalen sind doch relativ hart, enthalten aber viel Aroma. Deswegen wird das Ganze dann gerade von der Schüssel in den Topf und bei offenem Deckel, mittlerer Flamme, schön kochen lassen, Dreiviertelstunde. Und dann, guckt mal hier rein, sieht das Ganze so aus. Das ist jetzt natürlich ordentlich sauer. Zitronenmarmelade braucht relativ viel Zucker. Da in der Schale und auch in den Zellwänden, in Häutchen, relativ viel Pektin, natürliches Pektin enthalten ist, würde das Ganze auch funktionieren, ganz ohne irgendwelche Zugaben von Geliermitteln. Ich habe das Ganze hier jetzt abgewogen. Das sind jetzt 1,25 Kilo eingekochter Zitrone, Saft, Fruchtfleisch und Schale. Und die gleiche Menge, sprich 1250 Gramm Zucker. Da ich nicht so viel Weißes von der Zitronenschale genommen habe, habe ich hier noch einen Esslöffel Apfelpektin mit drunter gemacht, damit mir es besser geliert. Das kommt jetzt hier zu dieser Zitronenmasse in den Topf. Und das Ganze wird jetzt nochmal erhitzt und 20 bis 30 Minuten köcheln lassen. Dann machen wir das erstmal an und verrühren das Ganze. Duften tut das schon richtig herrlich. So, dann lassen wir das jetzt erstmal ein bisschen erwärmen.
Okay, die Marmelade hat jetzt noch mal gut 20, 25 Minuten gekocht. Zeit für die erste Gelierprobe. Der Teller war im Kühlschrank. Und jetzt gucke Mama, wie lange es dauert, bis er... sieht schon gut aus. Relativ schnell aufzulaufen. Ich würde sagen, wir können abfüllen. So, noch ein kleiner Test. Süß genug, leichte Säure, leichte Bitternote. So ist es genau, wie ich es mag. Okay, mein heißgeliebter Messbecher und meine Gläser. Die habe ich natürlich vorher ausgekocht, genau wie die Gummiringe. Die Gummiringe erst in Essigwasser und dann in Klarwasser. Und dann wollen wir mal schauen. Los geht's. Wer einen Apfelkuchen backt, so eine Apfeltart, kann zum Beispiel auch was von der Zitronenmarmelade dann einfach in der Mikrowelle erwärmen und die Apfeltart mit der Zitronenmarmelade mit dem Pinsel oben einpinseln. Dann kriegt ihr einen tollen Glanz, noch eine schöne fruchtige Note. Ist auch was ganz Feines. Und die nächste. Das halbe Glas, das mache ich gar nicht groß zu. Da kommt nur der Kunststoffdeckel drauf. Das landet morgen früh auf dem Frühstückstisch. Und die anderen werden einmal mit dem Deckel inklusive Dichtungsgummi verschlossen. Wenn ich die jetzt an zugfrei über Nacht abkühlen lasse, können morgen früh die Klammern, die noch drauf kommen, runter. Und das kann in meinen Vorrat im Keller gelagert werden. Wenn ich nur so ein paar Gläschen koche, dann koche ich die Marmeladen nicht ein, dann wähle ich einfach nur die Heißverschlussmethode. Wenn ich jetzt 30 Gläser oder so kochen würde, würde ich sie immer noch mal einwecken, damit sie einfach auch länger halten. So halten die locker ein Jahr, da der Zuckeranteil auch relativ hoch ist. Zucker konserviert, brauchen wir uns hier keine Gedanken machen. So, und Klammern drauf. Viel Spaß beim Nachmachen und schmeckt echt lecker auf dem Brötchen oder im Joghurt oder in der Quarkspeise. Richtig lecker. Versucht es einfach mal, springt über euren Schatten. Zitronen sind nicht nur sauer, die haben auch ganz viel Geschmack. In diesem Sinne, viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.